Das ist übrigens Jens, unser Quotennudist. Euer was? Unser Quotennudist? Mhm. Okay, genau. Können Sie das begründen? Da fallen schon die ersten Flaschen um. Ich könnte das damit begründen, dass schon irgendwie wild darüber diskutiert wurde, ob man den Kulturschock-Etat dazu benutzt, einen abschließbaren Gürtel für ihn anzuschaffen. Okay, das leuchtet ein. Der Kulturschock ist eine Institution. Ja, ich weiß, du bist ja auch am ersten Tag dabei. Dass du das weißt, ist mir klar. Das ist mir total klar. Der Kulturschock ist eine Institution, irgendwas mit Titten, genau. Der Kulturschock ist eine Institution, die es nun seit 18 Jahren gibt, schon über 500 Vorstellungen und zeichnet sich dadurch aus, dass jeder hier willkommen ist. Sogar ich. Ja. Wir lassen alles auf die Bühne. Sehen Sie an, aber die mir jetzt kurz. Ich habe auch schon irgendwie immer wieder mal gehört irgendwie von Leuten, oh, ich würde so gerne mal wieder so, das geht auch so ein Kulturschock, ich weiß nicht und so, und ob ich gut genug bin. Ich sagte, du kannst ja auf die Bühne kacken und sagen, es ist Kunst. Niveauhupe! Also ich weiß nicht. Solange ich nicht wegmachen muss, ist mir egal. Ich hader jetzt mit der Niveauhupe, aber wo es stimmt, stimmt's, oder? Genau, und nun haben wir eine Künstlerin, die immer mal wieder reinschaut, um... reinschaut. Das haben Sie gesagt. Ich habe 5 Lagen Strümpfe an, bei mir rutscht nichts raus. Oh bitte, jetzt geht's aber wirklich zu weit. Oh. Nicht zu fassen. Nur 5? Ja, deswegen sind die Beine so dick. Achso. Was sind das eigentlich da vorne für rote Flecken auf den Schienbeinen? War da diese Nacht was ich wissen müsste? Die habe ich mir mitten als... Nein. Ich trage normalerweise zu diesen Strümpfen Plateaustiefel, die von außen so ein bisschen aussehen wie Dachpappe. In Glitzer. Ach so, also Dachpappe in Glitzer. Genau. Den schwulen Handwerker wird's freuen. Es gibt jetzt auch Dachdeckerstiefel in Glitzer. Aus Dachpappe, genau. Ja. Nein, die sind super steif und super glitzerig und schön hoch und dick und breit und auf jeden Fall, die sind halt so beschichtet mit so einem ganz, ganz groben, schweren Glitzer. Wenn man das anfasst, ist es wie Dachpappe. Ja. Und das ritzt einem dann hier oben immer so schön die Strümpfe. Quasi SM-Stiefel. Ganz genau. Zieh die Kratzerstiefel an! Ja, Meister, ja! Weil noch so, dass du mein Sklave sei, ich mach dich fettig. Ja, das Erlebnis dieser Art hatten wir auf der Rückfahrt mit dem letzten Zug von Schladern nach Köln. Und kurz abends, es war der letzte Zug nachts um 5:11 Uhr und kurz vor Köln hören wir eine Durchsage des Lokführers, der da sagt, verehrte Fahrgäste, der Regionalexpress 9 Erich Honecker erreicht in wenigen Minuten den Kölner Hauptbahnhof. Sie haben die Möglichkeit des Umsteigens in die S-Bahn Sozialistische Einheit. Keine Tatsache, kein Witz. Wir haben auf dem Boden gelegen. Herr Stöck, ich wohne da, bitte. Ja. Der Regionalexpress Erich Honecker. Nee, was will man? Bevor ich. Hallo, nicht in das Mikrofon rülpsen. Soll ich? Aber nicht an der Durchsage. Das stimmt. Es war das ein oder andere Bier im Bier da. Ja, you gave me the weather, not the news. Ne? Irgendwie sowas, ne? Bevor ich nach Berlin gezogen bin, habe ich in Hamburg gewohnt, 5 Jahre lang. Sagen Sie jetzt nicht, oh, jetzt fängt sie wieder an zu plärren, das hatten wir schon. Und da hatte ich auch ein lustiges Erlebnis in einer U-Bahn. Ich sitze in der U3 nach St. Pauli, irgendwie abends um 23 Uhr auf dem Weg zu meiner Stammdisco. Und das war zu Zeiten, wo noch die Ansage höchstpersönlich, fernmündlich vom Zugführer selbst vorgenommen wurde. Und ich sitze da, Kaugummi kauend, irgendwie mit meiner hochprozentigen Cola-Fanta-Mischung in der Hand. Und dann gehen die Boxen an und ich höre nur, nächste Halt, Roloffbrücke! Ich habe nur gedacht, okay, er hat doch noch einen Job gekriegt. So, von schlechten Witzen zu guten Witzen begrüßen Sie nun auf dieser Bühne mit mir und mit Ihnen für Sie die Vera. Vera Deckers, bitteschön!